Guck mal, was ich dir zeigen will heute, ist dieser Busch hier. Und ich will dir zeigen, dass da noch was kommt. Ne? Da ist ja noch nichts da, da kommt noch was. Und ich will dir sagen, dass ich mich auf das freue, was noch nicht da ist, aber was noch kommt. Das habe ich jedes Jahr. Nach dem Winter kann ich es gar nicht abwarten, bis endlich Frühling wird. Ich weiß nämlich ganz genau, nach dem Winter kommt der Frühling und es geht alles auf. Und ich weiß genau, was kommt. Und ich freue mich darauf. Und Gott möchte das auch, dass du dich freust auf das, was noch kommt in deinem Leben. Mich bewegt das seit 2 Tagen im Gebet und deswegen mache ich dieses Video heute, um dir das zu sagen, dass Gott viel angelegt hat in dir, dass du ein ganz besonderer Mensch bist, mit besonderen Fähigkeiten, eine kostbare Blume und dass du dich freuen sollst auf das, was Gott noch vorhat in deinem Leben, was noch kommt. Was du jetzt vielleicht noch nicht siehst, weil bei dir noch Winter ist, aber nach dem Winter kommt mit Sicherheit der Frühling. Nach dem Winter gehen die Blumen auf und genauso wirst du aufgehen, wenn du mit Gott gehst. Denn Gott will das Beste für seine Kinder und er hat so tolle Sachen angelegt. Freu dich, was Gott angelegt hat in deinem Leben. Freu dich auf das, was kommt. Freu dich auf die Zeichen und Wunder, die Gott noch in deinem Leben tut. Freu dich darauf, wie Gott deine Situation wuppen wird, die wie ein riesiger Berg jetzt vor dir liegt. Freu dich darauf, weil Gott hat Freude daran, wenn wir uns freuen. Und Gott hat Freude daran, wenn er an uns arbeiten darf, wenn wir Freude an ihm haben, dann hat er Freude auch an uns und freu dich darauf, dass du aufgehen wirst wie eine kostbare Blume, dass Gott der beste Gärtner ist, dass du ganz kostbar bist und freu dich auf alles, was Gott in deinem Leben noch tut. Freu dich deines Lebens. Und mir ist in Sacharja Kapitel 9, Vers 9 die Bibelstelle in den Sinn gekommen. Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Freu dich, dass Gott Jesus geschickt hat. Freu dich, dass Jesus dir ewiges Leben gibt. Freu dich, dass du zu Jesus gehörst. Freu dich darauf, dass Jesus wiederkommt und dass du zu seinem Volk gehörst. Freu dich daran, dass Jesus himmlischen Herrschern mächtig sind, dass Jesus für dich kämpft. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann freu dich, dass du dieses Video jetzt hörst und siehst und dass du Jesus jetzt annehmen kannst, dass du einfach so kommen kannst zu Jesus, wie du bist. Freu dich, dass Jesus für deine Sünden, für deine Schuld ans Kreuz gegangen ist, dass er deine Schuld bezahlt hat, dass er auferstanden ist, dass er lebt, damit du dich freust, damit er Freude an dir hat, damit dein Leben gelingt. Und ich segne dich mächtig in Jesu Namen. Sei gesegnet. Tschüss.